Moin Giertester, zusammen mit Andreas und Rufen, Dreisprost und Young NRW bin ich hier in Schweden zur Wipfeljagd auf Auerhahn und Birkhahn. Viel Spaß! Hallo, ich bin der Thomas Hutterer von Skadi Tours und wir sind hier heute im verschneiten Schweden und wollen auf Raufußhühner jagen. Wir sind ganz grob im nördlichsten Värmland. Das ist die Grenze zu Dalarna und ist so Mittelschweden. Die Schweden und die Norweger jagen auf Raufußhühner ziemlich gleich. Da gibt es einige Jagdformen. Wir machen hier, das ist die letzte Jagd im Jahr, das ist dann die Wipfeljagd, so wie wir sagen, auf Österreichisch oder die Topjagd auf Schwedisch oder Norwegisch. Und da ist dann meistens schon oder hoffentlich Schnee. Dann kann man die eben lokalisieren, die Vögel, und sie ranpirschen, entweder mit Schneeschuhen oder mit Skiern und dann mit einer Kugel vom Wipfel des Baumes, so wie das Wort schon sagt, ja, die Jagdform schon sagt, erlegen. Die Vögel sitzen im Winter auf den Bäumen oben und finden am Boden fast keine Nahrung mehr. Wir haben hier einen halben Meter bis zu einem Meter Schnee und die stellen die Nahrung im Winter, wenn die keine Nahrung, kein Futter mehr also am Boden finden, komplett um und fressen dann eigentlich nur mehr die Knospen teilweise von den oder auch die Nadeln von den Kiefern und von den Tannen und von den Nadelnbäumen runter. Bei den Birkhähnen ist es wieder was anderes. Die sitzen eben in die Birken drinnen und ernähren sich von Birkenknospen. Das Auerwild sammelt sich auch, also die jungen Hähne sammeln sie oft. Und das Birkwild natürlich mehr. Da sind Schwärme mit Hennen meistens unterwegs und dann mit Hähne. Also die sammeln sich zu größeren Schwärmen. Wir haben teilweise Schwärme mit 20, 30, 40 Birkhühnern oder Hähnen. Bei den Auerhähnen sind nicht so viele gesammelt oder sammeln sich nicht so viele. Da sind vielleicht so mal 5, 6, 7, 8 bis zu 10 ist schon maximal die Anzahl, wo die Auerhähne sie sammeln. Die Raufußhühner werden im Winter, so wie jetzt bei der Wipfeljagd, werden die vom Skistock oder liegend oder irgendwie mit einer guten Auflage von den Wipfeln oder von den Bäumen geschossen. Das ist in Norwegen und in Schweden uralte Tradition. Wir haben hier sehr wenig Besiedelung. Wenn man ein eigenes Revier hat, ist man natürlich schon automatisch vertraut mit dem Revier und mit den Gebäuden oder mit der Verbauung und wo irgendwie eine Gefahr auftauchen könnte. Und wenn man natürlich so wie wir jetzt in einem Gebiet sind, wo man nicht so vertraut ist, dann ist es ganz wichtig, dass man eben eine Karte hat, dass man das Revier mal abfährt, dass man weiß, wo irgendwas ist, wo die nächste Ortschaft ist und so. Und es ist auf alle Fälle legal hier und es wird auch seit Jahrzehnten so gemacht. Mit den Bergen des Wildes ist natürlich eine Herausforderung, wenn man so viel Schnee hat wie hier. Das fängt schon damit an, dass man an die Raufußhühner schon mal rankommen muss zur Erlegung. Ja. Und ist natürlich eine riesige Herausforderung. Braucht man natürlich hier, wenn der Schnee so lose ist, Schneeschuhe oder Skier und ordentliche Ausrüstung. Warme Klamotten, was wasserfest sind, normalerweise Gamaschen noch drauf, Schneeanzug, dass man überhaupt rankommt, dass man sie ranpirschen kann. Und es ist schon ziemlich anspruchsvoll. Ja. Die Wipfeljagd als Jagdform kann man eigentlich in der ganzen Schussperiode, also wenn das erlaubt ist, auf die Raufußhühner zu jagen, ausführen. Und das ist in Schweden von 25. August bis, normalerweise war das immer bis 31. Januar. Und jetzt seit 2 Jahren haben die das verlängert bis 15. Februar. In Norwegen gehen die los am 10. September bis 23. Dezember. Und in Norwegen ist dann zu Weihnachten, Silvester ist Jagdruhe. Also da ist am 23. Hahn in Ruhe. Mit den Lizenzen bzw. mit der Jagdberechtigung in Schweden ist es so geregelt, dass das hier Grundeigentümer, das sprich eine Genossenschaftsjagd ist.
Und dort kann man tatsächlich Tageskarten kaufen. Man muss natürlich auch die staatliche Jagdlizenz, also die staatliche Jagdkarte, sich lösen. Das ist dann immer eine Jahreskarte und kann sich dann Tage, Wochen oder auch eine Saisonkarte für einen Abschuss lösen. Hier haben wir uns Tageskarten gekauft. Das ist eine Niederwildkarte. Da darf man theoretisch die Raufußhühner, da gehören auch die Schneehühner dazu. Dann hat man Raubwild dabei, Schneehasen darf man bejagen, das gehört alles zum Niederwild. Rehe sind normal beim Niederwild auch dabei in Schweden. Hier in dem Revier sind aber die Rehe zu schonen. Die sind nicht inkludiert. In Norwegen funktioniert es so ähnlich. Muss man sich auch die staatliche Jagdkarte kaufen und dann kann man in verschiedensten Gebieten, meistens staatliche Gebieten in Norwegen, kann man sich auch Tageskarten lösen für Niederwildjagd. Also wir jagen hier mit einer alten Sakko im Kaliber 2.22 Remington. Das ist ein kleines, feines Kaliber, was auch hochpräzise ist. Gejagt wird mit Vollmantel, ausschließlich auf Raufußhühner, weil wir natürlich auch nicht viel kaputt machen wollen. Und die meisten um die Jahreszeit natürlich auch die Vögel präparieren lassen wollen hinterher. Zu empfehlen ist natürlich ein Glas mit einer ordentlichen Vergrößerung. Optimal wäre natürlich noch Ballistikturm, so wie hier montiert ist. Das in einer Kombination mit einem ordentlichen Fernglas, mit einem Abstandmesser, Entfernungsmesser dabei. Schalldämpfer muss man nicht, kann man natürlich, dann schreckt man auch nicht allzu viel anderes Wild auf oder andere Vögel, wenn die vielleicht sitzen bleiben. Kombinierte Waffen darf man natürlich auch benutzen. Da ist dann auch vorzugsweise eine kleine Kugel drinnen und in der Kombination mit Schrot. Man kann auch in Schweden wird sehr viel 6,5-55 noch benutzt. Also die nehmen auch Vollmantelgeschosse. Wir haben teilweise auch 3 bis 3,08 in Verwendung mit der Vollmantel. Das macht nicht allzu viel kaputt, ist alles benutzbar. Mit der Waffeneinfuhr nach Schweden, das ist so ein eigenes Thema. Das ist ziemlich kompliziert oder kompliziert vielleicht nicht, aber das sollte man schon einige Wochen vorher anmelden. Ich glaube, Schweden ist auch eines von den wenigen Ländern oder vielleicht sogar das einzige Land, wo der europäische Feuerwaffenpass nicht ausreicht. Das heißt, es muss auf der Polizei gemeldet werden bzw. angefragt oder angesucht werden. Wird in den allen Fällen einmal stattgegeben, aber es ist ein bisschen kostenaufwendig und sollte man einige Wochen vorplanen. Als weitere Ausrüstung verwenden wir natürlich Schneekamo. Schneehemd, am besten in der Kombination mit einer Hose noch, was ich jetzt gerade nicht anhabe. Kann man natürlich die Waffe kann man auch zusätzlich noch tarnen, Schalldämpfer mit weißem Tape umwickeln und so fort und so weiter und so fort. Schneeschuhe sind natürlich ein Riesenvorteil, wenn viel Schnee ist und man muss da irgendwo rein oder eben auch mit Jagdskiern, mit Langlaufski sind meistens zu dünn. Gibt es bei uns hier in Norwegen und Schweden heißen die Bergskier, die sind so eine Mischung zwischen Alpinski und Langlaufski, die haben aber meistens Rillen drunter, dass man eben nicht zurückrutscht. Das sind eigene Skier, was man zum Jagen nehmen kann. Ja. Ja, das Ansprechen ist natürlich ganz wichtig. In den letzten Jahren ist natürlich auch immer mehr Wärmetechnik eingesetzt worden. Das kann man bei so einem Wetter wie heute, wo nicht viel Sonne ist, wunderbar verwenden. Und dann natürlich ein ordentliches Fernglas zum Ansprechen. Wir haben auch Spektive mit oder so, wenn das weiter weg ist, bevor man mal richtig mal ein paar hundert Meter oder einen Kilometer irgendwo reinläuft im Tiefschnee, ist natürlich schon mal sinnvoll, dass man schon weiß, ob das überhaupt ein Hahn ist, weil die Hennen um die Jahreszeit geschont sind. Da geht die Jagd hauptsächlich auf Auerwild und Birkwild, die Hähne. Ja, Birstock ist auf alle Fälle auch zum Empfehlen. Am besten optimal natürlich mit 2 Auflagenpunkten, weil die Entfernungen teilweise anspruchsvoll sind. Also ein Bierstock ist bei uns eigentlich immer mit dabei. Kann man natürlich auch, wenn man reingeht, wenn man die Vögel angeht, nimmt man nicht immer im Bierstock mit. Dann hat man aber natürlich einen Rucksack mit und macht sie irgendwas zurecht, wo man richtig eine gute Auflage hat, weil oft auf anspruchsvolle Entfernungen geschossen wird. Schuhwerk ist auch so eine Sache. Schuhwerk in Verbindung mit Schneeschuhen kann man ganz normale
Jagdstiefel verwenden, warme Stiefel, wo man natürlich auch ein paar Kilometer gehen kann damit, also nicht unbedingt klobige, zu warme Schuhe anziehen. Wenn man dann natürlich mit Skiern unterwegs ist, hat man natürlich automatisch Skischuhe, oder wir haben so Telemark-Ausrüstung, Telemark-Skischuhe oder Langlaufschuhe, was dann dementsprechend auf die Skier passt. Mit dem Präparieren und mit dem Verzehr der Vögel schaut es so aus, dass wir eine Faustregel haben. Wir sagen, ab Mitte Oktober ist das Präparieren der Vögel möglich, weil dann sind die durch die Mauser und alles durch. Dann kann man die wunderbar präparieren. Es geht in einzelnen Fällen auch schon vorher. Natürlich, wenn wir einen Vogel schießen, so vom 25. August und im ganzen Dezember, werden die Vögel hauptsächlich verzehrt, also nicht für die, nicht zum Präparieren optimal, sagen wir mal. Also wenn wirklich jemand kommen will und den präparieren lassen will und den zu Hause irgendwo aufhängen will, dann sollte man schon später oder nach Mitte Oktober kommen. Die Raufußhühner schmecken exzellent, also ist absolutes Highlight. Die meisten Gäste oder viele Gäste, die was eben im August, September zu mir kommen, wird meistens Abschlussessen gemacht und haben noch nie jemand gehabt, der das verschmäht hat oder dem das nicht geschmeckt hat. Also ganz ein super Nahrungsmittel.